kommen wir zu dem Thema Outlook-Signaturen. Das Thema ist nicht neu, das ist ewig schon da. Wenn man eine Mail schreibt, will man halt eine automatische Signatur an die Mail entsprechend anhängen. Bisher war es immer so, dass die Outlook-Signaturen eben am Client gespeichert waren. Ich konnte mit mehreren Signaturen arbeiten und konnte in der Form auch, wenn ich jetzt mehrere habe, auswählen, welche Signatur an welche Mail angehangen werden wird. Allerdings war diese Signatur immer an dem Rechner gebunden. Also von der Seite habe ich jetzt einen neuen Rechner, habe ich von woanders gearbeitet, dann standen die Signaturen nicht zur Verfügung. Jetzt hat Microsoft dort reagiert und hat zum einen eben realisiert, dass man eben auch serverseitige Signaturen realisieren kann, was natürlich gerade für mobile Clients sehr, sehr interessant ist, dass ich auch dort meine Signaturen nutzen kann. Auf der anderen Seite gibt es Drittanbieterlösungen. Wir haben gerade eine neue Lösung kennengelernt, die ich eben heute auch nochmal vorstellen möchte, die eben auch wirklich serverseitig funktioniert und die viele neue Möglichkeiten hat, auch für mobile Clients, für Web-Clients und für Outlook-Clients, um die Signaturen eben zu automatisieren und einen Standard für das Unternehmen einzubringen. Gut, kommen wir jetzt zu dem Thema, wie es mit den Signaturen in Outlook funktioniert. Wir haben hier eine klassische offene Mail-Vorlage, mit der ich eine Mail schreiben kann. Und ich kann hier natürlich, was man ja schon bisher kennt, einfach auf die Signatur gehen und dementsprechend kann ich mir auswählen, welche Signaturen ich zur Verfügung habe. Ich habe bei mir jetzt eingetragen, dass wir eine leere Vorlage haben, aber eben auch die klassische Endteam-Signatur. Was jetzt das Neue wird mit Office 365 und der Outlook-Funktionalität ist, dass nicht mehr wie bisher diese Signatur wirklich am Client gespeichert wird, sondern dass ich jedem Konto, wie man es gerade gesehen hat in der Funktionalität, in der Verwaltung der Signaturen, dass ich sagen kann, ich habe eine entsprechende Signatur und ich ordne diese Signatur einem Konto zu. Durch die Zuordnung des Kontos und dadurch, dass Outlook im Hintergrund nun diese Information nicht mehr wie bisher in einer Datei lokal auf dem Rechner ablegt, sondern wirklich speichert innerhalb des E-Mail-Profils des Anwenders in dem Exchange-System im Hintergrund, habe ich die Möglichkeit, jetzt automatisch diese zugeordnete Signatur in jedem meinem Outlook zu verwenden. Also das heißt, sowohl auf meinem Outlook auf dem PC, wie auch natürlich auf meinem Mac, wie vielleicht auch auf meinem Tablet, aber genauso auf meinem mobilen Gerät. Und damit habe ich nicht mehr die Problematik, dass ich jede Signatur auf jedem Gerät in der Form nochmal selbst pflegen muss oder anwenden muss oder kopieren muss, um dementsprechend auch sicherzustellen, auf den anderen Geräten etwas zu haben, sondern ich habe jetzt wirklich eine eindeutige Signatur, mit der ich in der Lage bin, von jedem meiner Geräte mit der Signatur eine Mail zu schreiben. Und natürlich je nachdem, wie ich die Regel definiert habe, ob bei jeder Mail die Signatur angehangen wird oder vielleicht, wie man es hier sieht, nur bei jeder neuen Mail eben diese Signatur als solches angehängt wird. Ich denke, das ist ein Riesenschritt nach vorne für die Signatur. Ich sag mal, der klassische, ein kleiner Schritt für Microsoft, ein großer für die Menschheit. Dementsprechend, dass man hier sagen kann, das ist eine Funktionalität, die ja immer wieder eben auch gerade durch einen neuen Wechsel des PCs und die Signaturen waren weg oder in der Form, dass man gerade ja heutzutage auch gerade mobil viel macht, dass ich die Signaturen als solches in der Form nutzen kann und verwenden kann. Und dementsprechend, glaube ich, ist das eine sehr, sehr schöne Funktion, die Microsoft jetzt in Outlook eingeführt hat, wobei zu beachten ist, das gilt natürlich nur für Outlook Microsoft 365. Dementsprechend muss ich hier also die neuesten Versionen von Outlook betreiben und habe dann auch wirklich die Möglichkeit, mit dem Exchange Online Profil hier eben die zentralen Signaturen als solches zu verwenden. Mit älteren Versionen wie Outlook 2016 und so weiter wird diese Funktionalität so trotzdem nicht zur Verfügung stehen. Abschließend stellt sich die Frage, ist das jetzt die allseitig glücklich machende Lösung oder bleibt der Markt für verschiedene Drittanbieterlösungen immer noch bestehen? Ich denke, das ist auf jeden Fall der Fall, dass man hier natürlich sich überlegen muss, welche Funktionen für den jeweiligen Anwender die richtigen sind. Ich habe hier mal ein Beispiel aufgemacht aus einem unserer aktuellen Projekte, wo wir Cortu verwenden, eine Lösung, die sehr neu ist, aber die sehr elegant ist, weil sie auch keinen Client benötigt, sondern wirklich webbasiert im Outlook funktioniert, sowohl im Outlook Client wie auch im Outlook Browser, um dementsprechend hier auch Signaturen auszuwählen. Ich denke, da sind viele, viele Funktionen, die natürlich mit der zentralen Signatur durch Outlook nicht erfüllt sind. Wir haben hier zum Beispiel gerade in solch einer Lösung die Möglichkeit, Felder aus dem Active Directory anzureichern, dass man also auch wirklich dynamische eben in der Form Signaturen machen kann. Ich kann ja auch ein Regelwerk im Hintergrund hinterlegen, mit dem ich definieren kann, an welche Kunden welche Signaturen rausgehen oder ob interne E-Mails eben in der Form Signaturen rausgehen. Also von der Seite glaube ich, Microsoft hat damit ein sehr abgerundetes Möglichkeit, dass ich einfach meine Signatur sehr gut verwalten kann. Wenn ich aber natürlich doch noch weitergehen möchte mit einer gewissen Logik, dass ich sage, nicht jede Mail soll es bekommen oder ich möchte hier eben auch standardisieren die Signaturen für mein Unternehmen, dann glaube ich, wird eine serverseitige Lösung, wie hier zum Beispiel Cortu oder im einfachsten Fall durch den Transportriegel auf dem Exchange-Server natürlich auch helfen und die Standard-Outlook-Signatur in der Form ablösen. Also von der Seite, der Markt für die Drittanbieter bleibt bestehen.
Es ist, glaube ich, eine schöne Abrundung durch die zentrale Outlook-Signatur, aber es ist nicht die Lösung, die jetzt wirklich alle Drittanbieter-Tools als solches eben erübrigt. Und wenn Sie dazu Fragen haben, wenn Sie vielleicht auch mal eine Demo wollen, die Diskussion mit uns führen wollen darüber, ob eben die Outlook-Signaturen, wie man sie am besten für ein Unternehmen realisiert, dann kommen Sie gerne auf uns zu. Wir freuen uns auf Ihre Feedback und stehen gerne für Fragen und Antworten Ihnen zur Verfügung. Bis dann. Ich hoffe, damit konnte ich Ihnen einen kleinen neuen Überblick geben, wie ich mit Signaturen im Unternehmen heutzutage modern umgehen kann. Wenn Sie dazu Fragen haben, wenn Sie vielleicht auch Ideen haben, was Sie da noch brauchen oder wo wir Sie unterstützen können, eine der Lösungen für Sie neu einzuführen, dann kommen Sie auf uns zu. Wir würden uns freuen, mit Ihnen gemeinsam dort die nächsten Schritte zu machen.